Salam alaikum, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute werde ich wieder ein Gesundheitsalternativvideo drehen, inshallah. Und zwar werde ich euch zeigen, wie man basenüberschüssiges Vollkornbrot backt. Denn da herkömmliches Brot viele gesundheitliche Nachteile hat, weil es Gluten beinhaltet, isolierte Kohlenhydrate und als Säurebildner gilt, und wenn es nicht mal aus Vollkornmehl besteht, dann beinhaltet es überhaupt keine Vitalstoffe, sondern ist einfach nur tot und für unseren Organismus schädlich. Das ist der Grund, warum ich euch heute zeigen möchte, wie man basenüberschüssiges Brot backt, denn der Unterschied zum herkömmlichen Brot ist eben der, dass das Getreide gekeimt wird und auch die anderen Körner, die wir dazugeben, werden alle vorher keimen. Denn wenn man Getreide und Samen keimen lässt, wacht das Korn auf und wird leichter verdaulich. Tannine, Phytinsäuren und Gluten werden beim Keimprozess abgebaut. Der Nährwert und Vitamingehalt steigt während des Keimens enorm an und Mineralien und Spurenelemente vervielfachen sich, subhanallah. Und im Gegensatz zu dem herkömmlichen Brot nährt, schützt und versorgt es den Organismus, ohne ihn im geringsten zu belasten, subhanallah. Während das herkömmliche Brot aus Weißmehl zum Beispiel unseren Organismus total überlastet und belastet auch und viele chronische Krankheiten verursacht. Ja, und deshalb möchte ich euch heute zeigen, wie man basenüberschüssiges Brot backt, was einfach sehr viel gesünder für unseren Organismus ist. Hier werden wir jetzt die Sonnenblumenkerne einweichen, die wir auch für dieses Brot benutzen werden. Sonnenblumenkerne sollte man 6 Stunden mindestens einweichen und danach werden sie unter fließendem Wasser gewaschen und dann einfach auf der Heizung so lange getrocknet, bis sie halt richtig trocken wieder sind. Hier tun wir auch schon Nüsse trocknen, die wir auch vorher eingeweicht hatten, denn das sollte man grundsätzlich mit allen Samen, Nüssen, Hülsenfrüchten und Getreide tun, damit sie ihre schädliche Phytinsäure verlieren. Hier haben wir jetzt Dinkel, mit dem machen wir genau das gleiche, den haben wir auch über Nacht eingeweicht. Spülen den jetzt unter fließendem Wasser gut durch und dann werden wir auch den Dinkel auf der Heizung trocknen lassen. Der Dinkel und auch alle Getreidesorten sollte man immer mindestens 12 Stunden lang einweichen lassen. Ja, und noch besser ist, wenn man sie dann keimen lässt. Wir haben jetzt hier so ein Siebenkorn, das besteht aus verschiedenen Getreidearten, also unter anderem auch Hirse, Gerste, Roggen, Hafer, Weizen, Dinkel halt. Und das werden wir jetzt auch einweichen und auch mindestens 12 Stunden lang einweichen lassen und dann werden wir das keimen lassen. Das heißt, wenn man das keimen lässt, dann gibt man das einfach in eine Schüssel zum Beispiel oder in ein Sprossenglas und befeuchtet es. Also hält es immer schön feucht, aber es darf keine Staunisse haben. Also ohne Wasser, aber feucht halten und immer wieder 3-mal täglich durchspülen, damit es keinen Schimmel bildet. Ja, und auf diese Weise kriegen die dann so richtig kleine Würzelchen, so kleine Schwänzchen, wie wir da gerade gesehen haben. Ja, und nach 4 Tagen, nachdem sie dann richtige Schwänzchen schon haben, werden wir auch das gekeimte Getreide jetzt auf der Heizung so lange trocknen lassen, bis es richtig trocken ist. Das dauert meistens so 2 bis 3 Tage, bis das Getreide dann richtig trocken sein wird. Durch diesen Keimprozess wird eben dieser glutenhaltige, ungesunde Getreidekorn zu einem Gemüse praktisch, zu einem gesunden, vitalstoffreichen, nährstoffreichen Gemüse, subhanallah. Und wie gesagt, vervielfacht eben seine Nährstoffe. So, und den Dinkel, den haben wir ja inzwischen schon getrocknet, den mahlen wir jetzt hier, in diesem Fall jetzt hier in so einer Gewürzmühle, weil ich jetzt da nichts anderes da hatte. Später habe ich mir dann aber so einen Hochleistungsmixer besorgt und habe dann das restliche Getreide in diesem Hochleistungsmixer zu Mehl verarbeitet. Man könnte auch in Alnatura, in diesem Bioladen, kostenlos sein gekeimtes Getreide, nachdem es getrocknet wurde, in der Getreidemühle mahlen lassen. Ja, und so werden wir jetzt alles gekeimte Getreide nach und nach, nachdem es getrocknet wurde, auf der Heizung zu Mehl verarbeiten. Hier haben wir jetzt gekeimten, getrockneten Nackthafer, den wir schon mal vorher getrocknet hatten. Und hier haben wir jetzt den Hochleistungsmixer, darin werden wir jetzt den Nackthafer zu Mehl verarbeiten. Das geht damit viel besser jetzt. Ja, und dann werden wir dieses Mehl aufheben und sobald wir dann unser Brot backen werden, haben wir dann genug Mehl zur Verfügung. Hier haben wir jetzt insgesamt 500 Gramm gekeimtes Getreidemehl. Geben jetzt hier die gekeimten, getrockneten Sonnenblumenkerne hinzu.
Dann haben wir hier naturbelassenen, auch vorher eingeweichten und wieder getrockneten Sesamsamen. Das sind jetzt hier Leinsamen, die geschrotet wurden. Leinsamen sollte man unbedingt immer vorher mit der Gewürzmühle kurz vermahlen, damit das Korn aufgebrochen wird, weil der Leinsamen sonst nicht verdaut werden kann. Dann haben wir hier Kürbiskerne, die wir auch vorher eingeweicht und wieder getrocknet hatten. Dann haben wir hier aufgebrochene Chiasamen, also auch geschrotete Chiasamen, genau wie bei dem Leinsamen, muss der auch immer vorher geschrotet werden. Dann haben wir hier jetzt Traubenkernmehl. Das Traubenkernmehl beinhaltet eben dieses gesunde OPC, das wir halt unbedingt auch zu uns nehmen sollten, wenn wir gesund bleiben wollen. Das OPC als Nahrungsergänzungsmittel, dazu hatte ich ja schon mal ein Video gedreht, und dieses Traubenkernmehl beinhaltet eben das OPC, wenn auch nicht in so großen Mengen. Jetzt haben wir hier den Schwarzkümmel, von dem gebe ich auch immer was zu meinen Broten hinzu, weil der Schwarzkümmel, in dem liegt ja Heilung gegen jede Krankheit außer gegen den Tod. Hier haben wir jetzt Natursalz noch nach Geschmack und dieses Avocadokernmehl. Das Avocadokernmehl kann man ja gewinnen, indem man einfach die Avocadokerne trocknen lässt und dann vermahlt praktisch. Und dann hat man auch wieder ein sehr gesundes Nahrungsergänzungsmittel, was man überall reingeben kann, unter anderem auch jetzt in das Brot zum Beispiel. Dazu hatte ich ja euch auch schon mal ein Video gedreht zu der Avocadofrucht. Unter anderem, dass eben auch dieser Avocadokern vermahlen werden kann in getrocknetem Zustand. Ja, und dann geben wir ganz einfach normal ein Päckchen Hefe hinzu, wie wir das mit jedem normalen Brot auch machen. Das war jetzt alles, was wir an Zutaten für dieses basenüberschüssige Brot benötigen. Wir geben das alles jetzt, wie gesagt, in diesen Brotbackautomaten, und der wird jetzt das Brot von selber backen. Da braucht man nicht mehr viel zu tun, außer dass wir jetzt noch 500 ml lauwarmes Wasser hinzugeben werden. Normalerweise gibt man ja nur 400 ml zu 500 Gramm Mehl hinzu, aber da wir jetzt noch so viele andere Körner und Samen hinzugegeben haben und auch dieses Traubenkernmehl, geben wir 500 ml lauwarmes Wasser hinzu, ja. Und jetzt tut der Backautomat alles von selber. Ich habe jetzt auf die Stufe Vollkornbrot gestellt, also auf Nummer 3. Ich werde kurze Zeit später nochmal mit dem Löffel kurz da mithelfen und kurz umrühren alles, weil manchmal ist es so, dass halt etwas Mehl in der Ecke hängen bleibt, was nicht richtig vermischt wird. Hier haben wir auf Nummer 3 gestellt, auf Vollkornbrot. Ja, und der Brotbackautomat tut ansonsten jetzt alles von selber. Aber wie gesagt, ich werde jetzt kurz nochmal mithelfen hier und kurz mal mit dem Löffel mit umrühren alles, damit auch nichts von dem Mehl irgendwo in den Ecken hängen bleibt und nicht verbacken wird. Das passiert nämlich manchmal bei diesen Brotbackautomaten. Ja, und ansonsten tut der Brotbackautomat alles jetzt von selber. Und nach 3 Stunden ist das Brot dann auch schon fertig gebacken und wir können es aus dem Brotbackautomaten herausholen. Bei dem Automaten ist halt immer dann unten dieses Loch im Brot wegen diesem Rührstab. Das kann man nicht vermeiden, aber wir werden das jetzt in so ein Handtuch einwickeln und ein paar Stunden lang ruhen lassen, also ein bisschen auskühlen lassen, bevor wir es dann anschneiden werden. Denn so ganz frisch sollte man Brot ja grundsätzlich nie essen, weil es ja dann noch feucht innen drin ist. Ja, und es muss halt erstmal auskühlen. So, und jetzt ist das Brot ausgekühlt. Jetzt können wir es auch schon anschneiden. Wir sehen, wie lecker dieses Brot aussieht. Ein ganz normales, gesundes, aber basenüberschüssiges Vollkornbrot. Also noch gesünder als ein herkömmliches Vollkornbrot, Masha'Allah, und schmeckt genauso lecker, Masha'Allah. Der einzige Unterschied jetzt zwischen diesem basenüberschüssigen Vollkornbrot und dem herkömmlichen Vollkornbrot ist eben der, dass es nur frisch schön zusammenhält, aber sobald es ein paar Tage alt ist, fällt es sehr viel leichter auseinander. Es wird dann etwas bröseliger als das herkömmliche Brot, weil es eben von den meisten Gluten eben entbehrt. Also das meiste Gluten ist ja abgebaut worden durch den Keimprozess. Und das Gluten ist ja eben dieser Klebereiweiß, der das Brot eben zusammenhält. Und deshalb ist dieses Brot nach ein paar Tagen dann etwas bröselig, weil es eben jetzt sehr glutenarm ist. Aber das macht ja nichts, das tut dem Geschmack keinen Abbruch und vor allem der Gesundheit keinen. Denn dieses Brot ist sehr, sehr, sehr viel gesünder als das herkömmliche Vollkornbrot, weil es eben glutenarm und sehr viel Nährstoff- und Vitaminreicher als das herkömmliche Vollkornbrot ist.
ganz zu schweigen von dem ungesunden Weißbrot. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachbacken und inshallah konnte ich euch hier von Nutzen sein. Ich wünsche euch gute Gesundheit und vergesst nicht Bismillah zu sagen. Dann liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Salam alaikum, eure Mariam.